Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert und wir gehen. Entschuldigung, dann gibt es hier mal einen Kampf gegen Roy im Finale, im Finale des Champ Cups. Und dann, wenn wir das Ding gewinnen dürfen, auch gegen Dillian ja nicht antreten. Es ist soweit, meine Damen und Herren, der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Dillian herauszufordern? Wird es Kevstein, der ganze neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es die ewige Rivale des Champs sein? Why? Der Drachensturm. Jetzt hast du es also bisher hier geschafft. Du bist eigentlich nur mal für sich. Dillian hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir für die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Dillian antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Bin dir so sicher, für wen hält sich der Typ? Er hat das jetzt aber schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Ja, der hat uns im letzten Kampf schon ein bisschen. Obwohl, er hat uns tatsächlich so ein bisschen an die Grenze gebracht. Und mein Pokémon Schild habe ich tatsächlich gegen ihn verloren. Im ersten Kampf. Und das soll mir jetzt natürlich nicht passieren. Er fängt an mit einem Crocodile. Super, natürlich. Das passt mir natürlich überhaupt nicht in den Kram, weil ein Feuer-Pokémon gegen ein Käfer-Eis-Pokémon ist natürlich alles andere als super. Und egal, mit Dürre an unterstützt also dieses Pokémon so schnell wie möglich weg. Dürre, erzittere vor der Kampf der Sonne. Vor der Kraft der Sonne. Gut, dann gehen wir mal raus. Gehen wir mal raus. Weil weg mit Multilever, weil das würde sonst überhaupt nicht gut ausgehen. So, Flammensturm. Klar, dass es gegen uns jetzt nochmal mit einer Feuerattacke kommt. Super. Okay. Warte mal, wir machen es anders. Ich spiele das Spielchen mal gegen. Mal dieses Feuer auslöschen ein bisschen. Haha, das war eine Runde zu früh. So, dann schnell mit diesem Kurtel mal weg, bevor es irgendwas versucht zu. Irgendwas unfug zu machen. So, weg damit. Jawohl. Erledigt. Kurtel ist besiegt. Sehr gut. Level 60 Bubella. So, dann mal da tauschen wir um. So, Eisbär. Das ist gut. Minimum 3 Treffer brauchst. Ah, wahrscheinlich sogar 4. Ein bisschen Glück reicht es 3. Es reicht tatsächlich um 3, dieses Missgeborene zu besiegen. So, 62 Inteleon, 59 Vopeko. Hydropumpe möchte ich jetzt lernen. Hydro-Pumpe ist eine 110er-Attacke. Wassersäulen. So, Totonator war mir fast klar, dass du das Spielchen spielst. Gut, dann spielen wir es mit 2G. Spielen wir es mal eben ziemlich ausgeglichen. Ebenfalls Totonator. So, und dann versuchen wir es mit Dracomitor. Er wird wahrscheinlich mit der Panzerfalle kommen. Nein, wird er nicht. Damit habe ich fast gerechnet, die Attacke trifft. Und damit dürfte dieses Tortonator auch schon durch sein. Ja. So, seine zwei größten Pokémon, schwersten Pokémon oder seine zwei gefährlichsten Pokémon mal ausgeschaltet. Mit dem Kurtel und mit eben eher jenem Tortonator.
mit der Attacke kontern, sondern nächstes ist die Beldra. Die Beldra, okay. Die Beldra ist gut, das ist vom Typ Bodendrache. Das heißt, mit einer Maispeer sollte das ohne Probleme mal down sein. Sei denn, das Viech kann um die Steinhagel oder so. So, die Beldra. Wenn wir Glück haben, kommen wir. Ich bin 11 Level drüber, das könnte fast reichen. Sandsturm. Okay, es kottert erstmal mein Eis, mein Dings. Meinen Regentanz. Weht die Winde und beschwört meinen Sandsturm herauf. Gut, Eisbär und damit dürfte es auch weg sein. Ja, natürlich. Weil ich mich zweimal treffe, das war's dann schon. Also so blöd ist diese Attacke tatsächlich nicht. So. Ja, lange gebraucht, bis ich das Montenegro hatte. So, Level 66. So, du setzt jetzt Duraludon ein. Duraludon ist drüb Drache und Stahl. Gut, okay, dann probieren wir es mit Ogner Toll. Das ist sogar schon sein letztes. Ich werde gegen Dine gewinnen. Also besiege ich erstmal jetzt dich. So, okay, das machen wir fast klar. Gegen Dynamax und Dine Erdstoß. Das wirst du nämlich du irgendwann spielen. Meine Wette, wenn ihr mein Partner mit jedem aus dem Schaum pusten. Ja, und das Blöde ist, weil ich ein Boden-Pokémon bin, greift dein Sandsturm nicht. So. Okay, du gibst mit Stahlzacken drauf. Gut, aber ich passe mit 3 Attacken. Wenn ich Glück habe, lieber. Oh. Ja, gerade für eine Verteidigung. Das ist nur noch eine Verteidigung, ne? Ja, das reicht. Wunderbar. Gut, dann kriegt er noch eine zweite Attacke, aber dann ist das Viech da. Man hat sich schon mal einen Vorteil erzielt. Die Klarverteidigung, das ist das Gute. So, da eine Attacke drauf. Du gehst auf Dina Brocken. Das bringt dir nur überhaupt nichts. Und damit haben wir Roy auch hier ohne größere Probleme besiegt. Und jetzt guter. Mein guter. Und im Gegensatz zu Pokémon Schild haben wir es diesmal beim ersten Mal geschafft. Ja, das Team. Mal gucken, wie sich das anschauen wird. Dann im Champ-Finale. Finale gegen eben jenen Champ-Dilien. Ach, verdammt. Es ist bitter. So kurz vor dem Finale zu verlieren. Aber ein Selfie in der Tippschmerz. Treffer der Siegerung. Er hat den guten Roy ohne Probleme besiegt. Ich fasse es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit deinem Team an. Das ist doch tausendmal besser. Unglaublich, wie viel du in so kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre doch längst nicht zum alten Eisen. Aber es ist immer wieder erschreckend, was jetzt ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Das setzt dich locker und zeigst dir den. Die goldene Mainz, Kev, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Sieg den 7. Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben hat, wird nun mal im Champ Cup gegen ihn antreten. Und hier ist übrigens das Ergebnis des Finals. Hey, gleich ist es soweit. Was? Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Ich muss mich nur noch entscheiden, wen von euch beiden ich anfeuern soll. Meinen großen Bruder oder meinen Rivalen? Ach, das ist keine leichte Entscheidung. Lieber Laura. Du weißt, es war Kevin feiern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so lange viel zusammen erlebt, weil wir Völlingham verlassen haben. Eigentlich gibt es da gar nichts zu überlegen.
Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Genau, liebe Leute. So, der nächste Kampf wird der gegen den guten gegen den Champ. Die Frage ist, womit wird der anfangen? Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann steht das große Finale an. King Dili, wer wird der neue Champ? Wir als neuer Champ oder die, den sind die verteidigt. Naja, wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss.